Hey Leute, willkommen bei Wiederlader TV. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man innerhalb kürzester Zeit eine Kydex-Wangenauflage installieren kann. Dafür braucht man natürlich einiges an Werkzeug und das seht ihr jetzt schon hier bei mir auf dem Tisch liegen. Also ich habe zum Beispiel Malerkrepp, einen Teppichcutter brauche ich brauche ein Edding, Feilen hier in meinem Fall, einen Bohrersatz, einen Akkuschrauber, ein paar Handschuhe, ganz wichtig und ja, ein Lineal habe ich hinten noch. Und dann natürlich die Wangenauflage aus Kydex, die seht ihr hier, die ist von Carstens und die Montageschrauben sind natürlich auch mit dabei. Hier immer die Wangenauflage im Detail. Die soll hier hinten auf mein Gewehrschaft drauf, damit ich entspannter durch mein Zielfernrohr schauen kann. So, dann lasst uns aber jetzt mal mit der Installation dieser Wangenauflage anfangen. Als allererstes werde ich die Position der Wangenauflage ausrichten. Ich muss den Verschluss repetieren können und ich muss ihn auch entnehmen können, ohne dass ich dann die Wangenauflage im Weg habe. Das heißt, hier setze ich jetzt meinen Mindestabstand. So könnte ich jetzt den Verschluss noch problemlos entnehmen. Und diese Stelle hier, die markiere ich mir jetzt mit ein wenig Malerkrepp. Die für mich optimale Position, die werde ich dann im Nachgang noch markieren. Ebenfalls mit dem Kreppband. Da werde ich die Kamera aber ausgeschaltet lassen. Wie gesagt, das hier ist jetzt der Mindestabstand. Den darf ich nicht unterschreiten. Als nächstes muss ich mal die eigentliche Kydex-Wangenauflage anpassen. Die ist universell, dementsprechend natürlich zu breit für meinen schmalen Schaft. Und die muss ich jetzt erstmal verformen. Und wie ich dabei vorgehe, das zeige ich euch jetzt natürlich auch. So, auf dem Herd habe ich jetzt einen Topf mit Wasser stehen. Der Füllstand beträgt ca. 1,5 cm. Das Wasser darf nicht kochen. Und da lege ich jetzt meine Kydex-Wangenauflage rein. Das Schöne an Kydex ist, es ist ein thermoverformbarer Kunststoff. Und ein wenig Hitze macht ihn jetzt gleich geschmeidig und ich kann ihn an die Form von meinem Schaft hier andrücken. Das Ganze wird jetzt ca. 2-3 Minuten dauern, bis der Kydex wirklich elastisch ist. Und so lange will ich euch natürlich nicht langweilen. Das heißt, ich mache die Kamera jetzt erstmal aus und schalte sie dann gleich wieder ein. So, hier bin ich wieder. Handschuhe sind an und ich würde sagen, jetzt können wir loslegen und das Kydex andrücken. Ja, es ist elastisch. Okay, dann lass uns loslegen. So, ich drücke jetzt die Wangenauflage wirklich ganz fest an den Schaft und lasse das ca. 2-3 Minuten in dieser Position hier auskühlen. So, die Wangenauflage, die ist jetzt an den Schaft angepasst. Ich habe da drunter jetzt gerade noch Malerkrepp um den Schaft gewickelt, damit ich gleich die Markierungspunkte, die ich setzen möchte, auch wirklich sehe. Ich fixiere jetzt die Wangenauflage mit ein wenig Krepp noch in dieser Position, damit mir die jetzt gleich beim Markieren nicht verrutscht und dann setze ich meine Punkte. So, meine Markierungen sind gesetzt. Hier oben, wo das X ist, da war die ursprüngliche. Ich mag die aber ein Stück tiefer haben, deswegen
bin ich jeweils um 1,5 cm weiter nach unten gegangen und habe mir diesen Punkt wieder markiert. So, die 4 Markierungen sind gesetzt und jetzt gehe ich mit einem Vorbohrer ran und bohre vorsichtig vor. Hier braucht ihr keine Angst haben, es kann nicht viel bei schief gehen. So, jetzt überprüfe ich erstmal, ob die Bohrungen wirklich parallel zueinander gesetzt sind. Wenn der Bohrer auf der anderen Seite rauskommt, dann habe ich alles richtig gemacht und kann dann auf die richtige Größe aufweiten. Der Bohrer für die endgültige Größe, der ist jetzt im Bohrfutter eingespannt und jetzt können wir auch loslegen mit dem Durchbohren der Löcher. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann, aber es ist nicht nur eine Kunststoffhülle, sondern der ganze Schaft, der ist scheinbar mit Styropor gefüllt. So, hier seht ihr, ich komme jetzt gerade parallel zu der anderen Bohrung raus. Das heißt, alles ist richtig gemacht. Ich hoffe, das habt ihr vorne auch. Okay, das sieht gut aus. So, als nächstes gehe ich jetzt noch hin und entgrate die Bohrlöcher ein wenig. Das mache ich mit Feile und mit Teppichcutter. Die Bohrlöcher sind jetzt alle entgratet, fühlt sich jetzt schön glatt an und nun ist der Moment der Wahrheit gekommen. Und hier seht ihr jetzt das Endergebnis. Ich habe eine grundsolide Wangenauflage, die ist schön stabil, in der Höhe anpassbar und ich bin sehr zufrieden. Die ganze Installation hat ca. 20 Minuten gedauert. Ich habe mir jetzt Zeit genommen und das solltet ihr eigentlich auch machen. Habt keine Angst vor dem Bohren. Wenn ihr gerade bohren könnt, dann könnt ihr hier nicht viel verkehrt machen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Ich würde mich wie immer über Bewertungen und Kommentare freuen und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis demnächst bei Wiederlader TV.